Ich habe hier zwei Bodensäcke von Hahn Buhmeister und ich habe mir gedacht, ich werde diese beiden Bodensäcke mal direkt im direkten Vergleich zeigen, weil sie halt immer doch etwas unterschiedlich sind, aber es halt eben auch ein bisschen schwierig ist, wenn man halt eben da zwei Tabs offen hat und immer hin und her springt, auch allein von den Abmaßen her, und da sind Fotos auch vielleicht nicht gerade immer so aussagekräftig. Florian, nichts gesagt gegen dich, aber wie gesagt, manchmal ist so ein Vergleich dann doch ganz gut. Ich habe hier die beiden Modelle, und zwar ist das einmal hier das Modell für die Mark II, das heißt, es heißt Mark II, es ist nicht für die Mark II, natürlich für alle Kameras. Und in Camouflage-Optik, das ist der hier mit den langen Auslegern. Mit Auslegern ist das hier gemeint. Und dann einmal das andere Modell, das ist auch für das Autofenster Mark II, aber halt eben mit kürzeren Auslegern, das was hier am Rand ist. Und wir haben hier tatsächlich bei Enjoy nicht so riesendicke Tüten, die man hier reinlegen kann an Objektiven. Das Ganze muss man sich so vorstellen, die sind jetzt gerade nicht befüllt, ist klar, auch für die Demonstration. Das Ganze ist dann das hier, was sich halt eben dann um das Objektiv herumschmiegt. Mal ein bisschen mehr in die Kamera reinhalten. Hier liegt das Objektiv drin, hier hinten ist die Kamera, alles abgesichert. Auf der Unterseite haben wir dann hier noch so ein Lederimitatartiges Material, damit das Ganze halt auch nicht abrutscht. Das ist praktisch das Element, was dann so über den Fenster, über den Türrahmen der Autotür oder des Fensters oder des Hochstandes, wo sie gerade sind, halt eben darüber geht. Und dann wird das Objektiv praktisch hier reingelegt und dann ist das Ganze praktisch dann auch hier von umschlossen. Wir haben hier so eine gitternetzlinienartige Struktur eingenäht an den Seiten hier mit Baumwollstoff, und das Material selber ist aus einem etwas, ja, so eine Mischung zwischen Plastik und Gummi, was einfach dafür sorgt, dass man halt eben dann mit dem Objektiv auch hier nicht hin und her rutschen kann. Das ist halt eben auch bei dem anderen Modell so. Da haben wir halt eben die kurzen Ausleger und wir haben aber auch dieselbe Unterfläche, beziehungsweise die Fläche, die wir hier haben. Unterfläche ist auch schön, ne? Also die Oberfläche der Unterseite ist natürlich gemeint. Die ist allerdings hier, wie man sehen kann, nicht aus diesem etwas Anti-Rutsch-Stoff gemacht, Lederimitat, sondern hat eben einfach nur so eine Filzauflage, Baumwolle. Und ja, wie gesagt, für den Einsatzzweck ist das halt eben ganz wunderbar. Was man halt eben auch machen kann, ist, was mir sehr gut gefällt, ist, wenn Sie also wirklich die ganz großen Objektive hier drin haben, dann kann man das ganze Pack einfach so nehmen und kann es halt eben dann auch wirklich dann von A nach B einfach dann weiter transportieren. Wir reden also hier wirklich von riesengroßen Objektiven, die es so gibt, hier 600 mm Aufwärts und so weiter. Da ist das halt eben dann auch die richtige Wahl. Wenn Sie bis zu 300 mm Objektive haben oder halt eben alles, was halt ein bisschen kleiner ist, dann würde ich halt eben auch zu der Variante hier tendieren. Das ist also hier das Modell für die Mark II. Entschuldigung, mit der Artikelnummer 780 am Ende, und das andere Modell hier ist die große Version mit der 779 am Ende. Das ist mal eine etwas unkonventionelle Erklärung hier mit den Bodensäcken, aber ich denke mal, Bodensäcke weiß jeder, was damit gemeint ist, und das mal eben kurz im direkten Vergleich wegen der unterschiedlichen Auslegern, die wir hier haben.